So, ich starte genau da, wo ich im letzten Vlog aufgehört habe. Heute ist der 14.06. inzwischen schon. Heute ist übrigens mein Geburtstag. Und was schenke ich mir selber? Ich schenke mir ein Tattoo zum Geburtstag. Ich werde 22, also bin 22 jetzt geworden, für die, die es interessieren sollte. Und ich hoffe, ich bin hier richtig, weil ich lasse das machen bei jemandem, bei der Tochter von einer, mit der ich in die Kosmetikschule gehe. Und das mache ich, weil es war eine Stunde weit weg, aber... Ich komme raus. Was wollte ich sagen? Das war jetzt hier günstiger und ich habe so schnell noch einen Termin gekriegt und jetzt holt ihr mich ab, weil ich es nicht finde. Deswegen muss ich jetzt aufstehen. Tschüss. Cool. Oh, ich bin so spannend. Aber wie gesagt, das ist ja klein und da muss ich nicht so viel Bedenken nicht machen. Also ich wollte eigentlich schon lange eins haben, ja. Aber dann war das jetzt total spontan. Ich war mit Freundin im Urlaub, habe eine Kreuzfahrt gemacht. Ja. Und dann waren wir in Barcelona und haben Tattoo-Studio gesagt. Ich dachte, oh mein Gott, lass da jetzt einfach mal reingehen, weil du kommst halt so rein und halt sofort eins kriegst. Ich wusste halt nicht, wie viel sowas kostet, so ein kleines. Ja. Yeah. Und hatte in dem Moment nicht so viel Geld mit und dann war es leider nichts, aber ich hatte schon richtig drauf gefreut gehabt. Und dann dachte ich, komm, wenn du jetzt hier in Deutschland bist, dann machst du einen Termin oder yeah. Das infiziert nämlich einmal und macht den Blaugrund weg, was ich vorher angeklebt hatte. Du hast schon wehtun, ich tue noch viel. Es ist völlig unterschiedlich, bei manchen schon, bei manchen nicht, ne? Also ich habe schon so gewartet, dann tut sie. Nee, gar nicht. So, ich mache mir selber mal ein Foto. Ja, krass. So, normalerweise habe ich selbstklebende Folie auch da, aber wir nehmen heute mal diese, weil ich sowieso selbstklebende aufgebraucht habe. Und weil mit der Folie bei so kleinen Tattoos reicht das, wenn du die so 2 Stunden drauf behältst. Und dann mit lauwarmem Wasser einmal abspielen und direkt mit Bepanthen oder Panthenol einspielen. Okay. Das ist eigentlich so mit am wichtigsten, weil das ist halt eine Wunde, ne? Und mit der Salbe verhinderst du einfach Narbenbildung. Weil Narben kommen eigentlich im Normalfall nicht, aber kann ja nur mal was sein, ne? Der Körper zum Beispiel zu sensibel oder keine Ahnung. Ja. Also so, ich hab's dann auch schon geschafft. Es war, ich hatte ja gedacht, es tut sehr weh, aber es ging total klar. Obwohl ich ja dachte, die Stelle tut mehr weh, hat sie auch eigentlich gesagt, dass es meistens mehr weh tut. Aber ich konnte damit absolut leben, es ging voll klar. Klar, es war unangenehm, aber beim zweiten Mal drüber gehen tat es auch ein bisschen mehr weh, muss ich sagen. Eine Stelle war ein bisschen, aber es war insgesamt total okay, ging schnell vorbei jetzt. Klar, ich habe ja auch nur ein kleines. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich muss natürlich erstmal abwarten. Jetzt habe ich momentan gerade halt die Folie drüber, aber ihr habt sie ja ein bisschen gesehen. Bisher ist meine Erfahrung sehr gut. Ich bin übrigens hier gerade in Steinfeld am Rathausplatz. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie das Tattoo-Studio heißt, aber das würde ich euch hier nochmal einblenden. Falls ihr in der Nähe wohnt, könnt ihr da gerne hin. Also ich habe es jetzt für gut befunden. Oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen, ich bin schon so aufgeregt. Und natürlich habe ich nur ein kleines Tattoo, aber... Ich bin mir sicher, sie macht die anderen. Ich habe von der Mutter auch schon mal gesehen, noch andere Bilder gesehen, was die Tochter gemacht hat. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Also für alle, die hier vielleicht in der Nähe wohnen, Steinfeld bei Oldenburg, könnt ihr hier auf jeden Fall mal vorbeischauen. Sehr, sehr gut. Genau, und jetzt, ich werde euch noch weiter berichten, die Tage und so. Aber jetzt kann ich nur meinen ersten Eindruck dazu sagen. Das ist der, dass es gut war. War angenehm, die war total nett, alles super. Und... ja, jetzt mache ich mich weiter auf den Weg. Ich muss nur einkaufen, weil ich ja heute Kuchen backen muss. Ich habe ja Geburtstag und sowas alles. Und deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg nach Hause und dann einkaufen.
So, und wieder seht ihr mich im Auto. Wie ihr seht, ich bin wieder ganz weiß gekleidet. Das heißt, ich habe jetzt Schule. Also Kosmetikschule für alle, die es vielleicht neu reinschalten und es noch nicht wissen. Und ja, ich zeige euch nochmal. Also es sieht echt schon ganz gut aus. Es war vorhin halt rot, logischerweise. Aber inzwischen sieht es schon, wenn ich das immer so drehe, dann verzieht sich das so. Also nicht, dass ihr denkt, dass es irgendwie... Kommt halt immer drauf an, wie ich die Hand drehe, ne? Logischerweise. Da die Haut dann ja spannt oder etwa nicht. Aber ich bin echt zufrieden. Sieht schön aus. Gefällt mir sehr gut. Ja, jetzt Schule. Heute lernen wir Gesichtsmassage. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich bin ein bisschen zu früh wieder. Eben waren halt noch mein Bruder, seine Freundin, Opa und Mama da. Ja. Und habe ein bisschen Kuchen gegessen. Ich habe so Kuchen mit einer Backmischung gemacht. Ich habe nämlich letztens im Edeka so Backmischung vegane gefunden. Und es ist nichts geworden. Also es ist schon was geworden, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Eigentlich habe ich mich an die Anleitung gehalten, aber irgendwas scheine ich trotzdem falsch gemacht zu haben. Oder die Backmischung ist einfach scheiße. War nicht so... Beim nächsten Mal backe ich lieber wieder selber. Das klappt besser. Ich finde irgendwie, sehen meine Haare so hell aus. Man sieht aber, wenn man so welche Fotos mache, hier jetzt in dem Licht sieht es auch, mein Ansatz geht schon so bis hier. Dann habe ich so meine gefärbten Haare und hier unten hatte ich ja aufgehellt. Sieht so ein bisschen komisch aus. Aber eigentlich, ich will es halt immer rauswachsen lassen, deswegen will ich eigentlich nicht wieder drüber färben. Aber irgendwann, jetzt ist glaube ich auch schon lange so der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir so denke, es sieht halt auch ein bisschen scheiße aus, ne? Deswegen weiß ich nicht, ob ich es jetzt wieder nachfärben soll oder es jetzt einfach rauswachsen lasse einmal. Ich habe keine Ahnung. Ist immer so langweilig, wenn ich hier noch so warten muss. Und ich, es geht ja hier bis halb neun? Bis halb neun habe ich glaube ich Schule, wenn ich mich gerade nicht täusche. Doch, halb neun, ja. Und dann muss ich halt nachher noch Obst schnippeln, weil ich habe Ananas gekauft, mehrere Melonsorten, Äpfel und ich glaube das war's. Und ich will halt morgen in der Firma Obstsalat ausgeben. Weil alle geben halt immer Salat. Nein, keiner gibt Salat aus. Alle geben halt immer nur Eis oder Kuchen aus. Und das ist halt so ungesund. Und ich möchte halt mal Obstsalat ausgeben. Ist da auch mal was, oder? Obstsalat isst man doch auch gerne mal. Weil es hat bis jetzt noch keiner gemacht. Und ich denke mir, so ist mal was anderes. Weil jetzt im Moment haben eh so viele Geburtstag. Und dann steht da immer Schokolade oder Kuchen oder irgendwas. Und ich esse das ja eh nie, weil ich ja vegan bin. Aber das letzte Mal hatte ich auch Kuchen ausgegeben. Bei meiner letzten Prüfung hatte ich Eis ausgegeben. Von daher kommt jetzt mal was Neues. Und ich hoffe, die anderen kommen jetzt gleich, weil ich langweile mich zu Tode hier. So, ich bin wieder zu Hause und nicht wundern, wenn ich ein bisschen fertig aussehe. Ich habe eben eine Gesichtsmassage bekommen und mit so einer fettigen Creme. Deswegen sieht es ein bisschen komisch aus. Kaum filme ich, die Katze meckert wieder. Das ist wieder typisch. Und ich wollte euch jetzt ein paar Geschenke zeigen, weil... diese Kamera ist im Arsch, ne? Ein paar Geschenke zeigen, die ich so bekommen habe, weil euch das immer interessiert. Und da dachte ich, zeige ich euch das mal. Erstmal, ja, mein eigenes Geschenk, mein Tattoo, habt ihr jetzt heute schon ein paar Mal gesehen. Dann von meiner Mutter habe ich diese Jacke hier gekriegt von... Wie spricht man das eigentlich richtig aus? Desigual? Keine Ahnung. Ihr wisst, glaube ich, welchen Laden, dieser schweineteure Laden. Die Jacke hat 120 Euro gekostet, aber die ist sau geil. Das ist halt irgendwie so eine Jeansjacke in Dunkel mit so richtig coolen Applikationen und dann hat die halt so Netz bzw. Spitzenärmel und die sieht einfach hammer gut aus. Die sieht richtig cool aus, also wirklich. Die ist mega. Genau, dann habe ich von meinem Papa noch Geld gekriegt von Oma und Opa, die bezahlen immer meine Autoversicherung, die ein bisschen teurer ist. Und dann habe ich von denen auch noch so Geld gekriegt. Dann habe ich gekriegt, ich zeige euch erstmal die Sachen von meinem Bruder noch und von seiner Freundin. Und zwar haben die mir so ein Erdbeertee geschenkt und hier so vegane Sachen und sowas zum schnell machen eben. Dann von vegan Doppelkekse in vegan. Und das hier noch, da war einmal so ein Riegel drin, einmal ein veganer Riegel. Ein Seahawks Schlüsselanhänger. Direkt aus Seattle, aus dem Fanshop gekauft, weil die da waren. Und eine riesen Tasse. Seht ihr, wie groß die ist? Auch von den Seahawks. Und die sieht richtig, richtig cool gemacht aus. Also irgendwie richtig geil. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, kann ich jetzt hier raus mal Tee trinken. Dann kann ich mir mal eine schöne Fett-Teetasse nehmen. Genau, richtig cool. Aber das ist halt nicht alles gewesen. Das Hauptgeschenk von denen war eine
Konzertkarte von Godsmack. Da wollten mein Bruder und ich schon mal hin. Das hat allerdings damals nicht geklappt, weil die das Konzert dann abgesagt haben, spontan. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Und wir wollten die unbedingt mal zusammen sehen. Ich habe die in der Zwischenzeit schon bei Rock am Ring gesehen. Mein Bruder hat sie noch gar nicht gesehen. Und deswegen hat er mir diese Karte jetzt geschenkt. Ja, das von denen. Und dann, ja, meine Mutter, wie gesagt, hat mir die Jacke geschenkt. Und, oh Gott, ich muss es mal alles hier ranholen. Da hinten liegt auch noch was. So, Sekunde. Genau, die Jacke. Dann ein Schälchen mit Sachen. Da waren auch noch zwei Avocados drin. Ich bekomme irgendwie immer Avocados geschenkt, weil ich so ein Avocado-Fan bin. Naja, dann auch so ein paar wieder vegane Sachen. Einmal vegans Xylit aus Finnland. Keine Ahnung, das ist irgendwie sowas Ähnliches wie Zucker. Bloß, ich glaube, ein bisschen gesünder. Keine Ahnung. Dann Kokosblütenzucker. Alles von vegans. Oder vegans. Dann hier diese Pfefferonen, also Peperonis, die habe ich sogar noch hier, weil ich esse super gerne einfach Peperonis angebraten, halt mit Knoblauch, liebe ich. Und so lustig hatte ich jetzt echt schon länger nicht mehr und habe mir tatsächlich gestern oder vorgestern ein paar Packungen gekauft. Oh, ich habe meine Katze eingesperrt im Schlafzimmer, sorry. Fast, sie gerade selber die Tür noch aufgekriegt, aber gut, gerade wo ich aufstehen wollte. Genau, und jetzt hat sie mir die geschenkt, was ganz lustig ist, weil ich die jetzt nach ewiger Zeit eh wieder gleich selbst gekauft hatte. Dann genauso hier, das habe ich mir auch gerade erst gekauft, Sojasauce. Das sind halt alles so Sachen, die für mich sind. Also so vegane Sachen esse ich gerne, ich esse gerne Peperonis, alles so Sachen, die ich liebe. Dann Sojasauce liebe ich, weil wegen Sushi, ne, ganz klar. Genau, hier noch was Veganes, und zwar Dinkelbratlinge. Was ist das? Sojaschnetzel? Ja, hi. Genau, Sojaschnetzel kann ich schön Bolognese machen. Dann von Alnatura Augenblicke der Freude, Nana-Minze mit Apfel und Blüten, ein Tee. Und voll geil, ich liebe diesen Smoothie, das ist von True Fruits, der pinke. Mit Drachenfrucht ist der, glaube ich. Und naja. Und den finde ich richtig, richtig lecker. Ich bin immer zu geizig, weil ich glaube, der kostet um die 4 Euro, dieses Ding. Und es ist schon schweineteuer für 750 Milliliter, ne? Ich glaube, 3 oder 4 Euro kostet der. Und da bin ich meistens zu geizig, aber da freue ich mich richtig drüber. Kann ich den mal wieder schlürfen? Genau, und dann halt dieses Schälchen war da mit bei. Genau, das war's bis jetzt. Ja klar, von meinen Freunden kriege ich noch ein paar Kleinigkeiten. Aber das war's im Groben. Also das Größte war halt, wie gesagt, die Jacke, Konzertkarte und Geld und Versicherung. Genau. Nicht, dass jetzt gesagt wird, ich freue mich nicht, weil die Geschenke habe ich jetzt schon länger bekommen. Ich habe mich bei allen bedankt dafür. Nochmal danke an zum Beispiel meinen Bruder und seine Freundin, die gucken das Video wahrscheinlich. Nochmal danke an euch, vor allem die Konzertkarte, richtig geil. Und die Tasse, die ist mega. Ja, das war's, würde ich sagen. Ich habe Angst, dass ich gerade irgendwas Wichtiges vergesse, aber ich glaube nicht. Wenn, dann tut's mir leid, wenn ich was vergessen habe. Jo. Jetzt muss ich erstmal mein Tattoo wieder eincremen. Wichtig, wichtig, wichtig. Und dann mache ich mir noch eben was zu essen, weil ich habe Sauhunger. Ich habe heute... Was habe ich heute überhaupt gegessen? Ich habe heute Morgen vorm Tattoo-Studio nichts gegessen. Was habe ich denn gegessen, als ich hergekommen bin? Ich habe ein Brötchen heute gegessen. Ein Brötchen. Es ist jetzt gleich kurz nach 9. Ich habe heute ein Brötchen gegessen und einen Muffin. Gut, ich habe vom Teig genascht, das auch noch. Aber sonst also nichts Richtiges eigentlich. Deswegen habe ich jetzt richtig, richtig Hunger. Und ich bin auch so müde, aber ich muss gleich halt noch das Obst schneiden. Weil ich stehe bestimmt nicht früher auf, um das zu schneiden. Deswegen mache ich das lieber heute Abend. Lass jetzt noch ein paar Videos währenddessen laufen. Und ich bin so todmüde eben. Wir haben mal Gesichtsmassage bekommen, 20 Minuten. Und dann 2 Durchgänge. Das heißt, ich wurde zweimal, wurde mein Gesicht... Also insgesamt 40 Minuten lag ich da und mein Gesicht wurde behandelt. Und ich war fast eingeschlafen. Ne? Ich war so müde, einfach so müde. Krass. Und deswegen, ich freue mich gleich aufs Bett. Aber erst muss ich noch was machen. Wir sehen uns. Ich filme wahrscheinlich morgen, denke ich mal. Mal schauen. Hi zusammen, heute ist Samstag. Und ich habe heute 2 Pakete bekommen, die ich euch zeigen wollte, bevor ich jetzt duschen gehe. Und zwar zum einen ist ein Paket von Douglas gekommen mit der neuen Urban Decay On The Run Palette. Ah ne, Born To Run. Nicht On The Run, On The Run gibt es glaube ich auch, die habe ich auch. Born To Run Palette, ich mache sie mal gerade auf. Die sieht, Sekunde,
so aus. Ist für alle was dabei, finde ich. Also es sind auf jeden Fall sehr dezente Farben dabei, aber auch ein paar wirklich richtig schöne Farben. Da kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Da will ich heute ein First Impression Video auf jeden Fall schon mal zu drehen. Weil die jetzt noch so neu ist. Das ist, glaube ich, auch noch jetzt Vorverkauf, sage ich mal, gewesen. Also die ist noch gar nicht richtig draußen, so wie ich es verstanden habe. Und deswegen will ich schnell ein Video abdrehen, damit ich einer der Ersten bin, die da vielleicht eine kleine Review zu geben können. Und dann kam gerade noch ein Paket an mit der Nintendo Switch. Mein Bruder hat schon seit einiger Zeit die Nintendo Switch, aber diese mit blau-rot, die nicht so schön aussieht, finde ich. Und ich habe jetzt die ganz in grau genommen. Ja, habe ich jetzt hier, aber ohne Spiel. Ich habe auch zwei Spiele vorbestellt, und zwar einmal Crash Bandicoot. Vielleicht die Leute, die schon... Auf welchem war das? War es auf PlayStation 1 damals? Crash Bandicoot. Das ist einfach geil, dieses Spiel. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Das hat mein Bruder für PlayStation 4, dafür gibt es das jetzt neu. Und jetzt in ein paar Tagen kommt das für Nintendo Switch raus. Und dann habe ich mir noch Harvest Moon bestellt, weil Harvest Moon ist so ein geiles Spiel. Für alle, die es vielleicht nicht kennen, so ein Bauernspiel halt. Da kannst du so Tiere haben, Felder haben. Das ist total cool. Ich liebe das. Meine ganze Familie hat das damals gespielt. Das ist so, so cool. Genau, und das habe ich mir auch vorbestellt. Kommt, glaube ich, auch am Ende des Monats. Und am Ende des Jahres kommt Pokémon raus. Sehr, sehr cool. Dann, das werde ich mir auch auf jeden Fall holen. Und warum habe ich mir die Nintendo Switch gekauft? Ich habe ja eine PlayStation 3, ich habe die PlayStation 4 inzwischen. Und ich hätte auch noch die Wii, die habe ich allerdings zu Hause gelassen, weil die brauche ich nicht. Ich habe mir jetzt eine Nintendo Switch gekauft, weil das ja eine Konsole ist, für alle, die es vielleicht noch nicht so kennen. Einmal ist es halt eine Konsole, du kannst über Fernsehen spielen, und einmal kannst du es als Gameboy benutzen. Du kannst es also umwandeln und kannst es unterwegs mitnehmen. Und das finde ich halt so cool, weil es halt so 2-in-1 ist und man kann es unterwegs spielen. Und das finde ich halt richtig gut, deswegen habe ich mir das gute Stück jetzt gekauft und hoffe natürlich, dass bald auch die Spiele dann kommen. Die kommen aber, glaube ich, erst Ende des Monats raus, 2 Wochen noch oder so. Und dann kann ich ein bisschen zocken. Top. So, hallo ihr Lieben, heute ist Dienstag. Puh, mir ist warm. Ich habe gerade den ganzen Müll rausgestellt. Und gestern habe ich, ihr seht das vielleicht, hier sind ganz verschiedene Boxen. Ich habe insgesamt 9 solcher Boxen zusammengestellt mit alter Schminke, alles, was ich geklattert hatte. In meinen ausgemistet Videos habt ihr vielleicht gesehen, das ist alles hier verteilt, außer die Sachen, die halt gar nicht mehr gingen. Und die hatte ich alle bei eBay Kleinanzeigen reingestellt, gestern erst. Und alle so für die 10 Euro und dann 2,50 Euro Versand noch. Und jetzt hat sich heute wer gemeldet, die möchte das gerne morgen alles abholen. Und habe ich ihr dann für 70 Euro überlassen. Dann es hat so schnell geklappt, voll gut. Jetzt habe ich 70 Euro für das ganze Zeug, was ich loswerden wollte. Und es steht halt bei mir nicht mehr rum. Jemand kann damit was anfangen, weil ich brauche es halt einfach nicht mehr. Und dann kann ich jemandem damit eine Freude machen. Und 70 Euro ist dafür ein fairer Preis. Das sind echt viele Sachen, auch High-End. Da ist auch eine Klinikpalette drin, die ich einmal benutzt habe, wirklich einmal. Von daher ist das, glaube ich, ein ganz fairer Preis. Und das werde ich jetzt alles noch gleich desinfizieren, so gut man es kann. Lippenstifte so ein bisschen so eine Scheibe oben abschneiden. Sowas ist einigermaßen sauber und ordentlich machen, das in eine große Kiste gleich packen und dann holt ihr es morgen ab. Und dann wollte ich euch noch was zeigen. Sekunde, wo habe ich jetzt die Verpackung? Nochmal zu den Geschenken. Ich habe jetzt von Juliane und Ann-Christine auch noch ein Geschenk gekriegt und habe mich sehr gefreut. Ich glaube nämlich am Flughafen noch gesagt, habe ich dir noch gesagt, wie sehr ich... Was ist das? Oh mein Gott. Da stand gerade Notruf wählen, dann macht das solche Geräusche, das habe ich ja nie gehört. Irgendwie habe ich gerade komisch auf meinem Handy scheinbar gesessen. Das hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht, aber okay. Ja, okay, gut, sorry. Was habe ich jetzt erzählt? Das La Vie est Belle ist ein sehr schönes Parfum, mag ich sehr gerne. Nur ich bin immer zu geizig, mir Parfum selber zu kaufen. Ich lasse es mir irgendwie immer schenken. Also irgendwie kriege ich, wenn, immer teure Parfums geschenkt. Und jetzt haben sie mir das in 30 ml geschenkt und die Verpackung ist ja mega schön. Ich wusste gar nicht, dass das so glitzert. Seht ihr das? Voll schön. Genau, das habe ich aber bekommen. Also es ist jetzt nur die Verpackung, deswegen ist das so leicht. Ich habe das schon auf meinen Schminktisch gestellt. Ich wollte es euch nur noch zeigen, deswegen steht das hier. Und dann habe ich hier noch zweimal ein ausgedrucktes Bild bekommen. Ja. Was sage ich dazu? Das ist eher so eine kleine... Das soll mich an unsere Kreuzfahrt, schätze ich mal, schön erinnern. Katze, sei mal gerade ruhig, ich bin gerade am Vloggen.
Weil der Typ, der drauf ist, ist einer aus der Band, die da gespielt hat, The Jive, für alle, die es vielleicht wissen wollen. Katze, ganz im Ernst, sie regt mich so auf. Immer wenn ich vlogge. Wie oft habe ich das schon gesagt? Du regst mich auf. Ja, auf jeden Fall ist das einer, der da, was hat der da gespielt? Irgendein Blasinstrument, Trompete oder was weiß ich nicht alles. Und der sah halt echt hammergut aus, also wirklich übertrieben gut. Und ich fand ihn schon alle ziemlich heiß. Und jetzt haben die mir halt ein Bild ausgedruckt. Das muss ich wahrscheinlich noch irgendwo einrahmen. Ja, das dazu. Genau. Und jetzt mache ich mich ans Desinfizieren. Juhu. Hallöchen zusammen. Ich sitze wieder im Auto. Heute ist Freitag und für mich geht es jetzt gleich los. Ich mache mir mal kurz die Lippen. Beziehungsweise jetzt geht's los. Jetzt mal raus. Achso, noch kurz vielleicht als Update. Ich habe doch letztens, das hatte ich doch gefilmt, oder? Wo ich die Schminke sortiert hatte. Ich habe tatsächlich alles, also meine deklatterten Sachen, verkaufen können, noch direkt am nächsten Tag und habe dafür für alles komplett 70 Euro bekommen, die das abgeholt. Sehr, sehr gut. Ja, und deswegen, nur deswegen fahre ich heute zu Ichiban, weil sonst hätte ich kein Geld diesen Monat für Ichiban gehabt. Aber jetzt habe ich ja 70 Euro plus gemacht und jetzt geht's zu Ichiban.